Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, Lucia Dragonmary. Ja, der Willi, der Wolli und der Wookie haben Geburtstag, und zwar ihren ersten. Das genaue Datum kann man leider nicht sagen, beziehungsweise konnte mir die Dame, die sie mir gebracht hat, nicht sagen. Also sie hat gemeint, sie sind Ende Dezember, Anfang Jänner geboren, so ungefähr. Also haben sie für mich jetzt Geburtstag. Ja, sie sind eingezogen, als sie ungefähr ein halbes Jahr alt waren, vom Verein My Second Life. Ja, sie haben die Farbe PEW, also Pink Eyed White. Das heißt rote Augen oder pinke Augen mit Weiß, also weißes Fell, Albino. Ja, zur Rasse kann man bei Farbratten eigentlich nur Farbratte sagen oder Vista, also Laborratte. Macht aber keinen Unterschied, ist trotzdem eine Farbratte. Ja, zum Gewicht, sie haben alle ungefähr zwischen 500 und 600 Gramm, also ein bisschen mehr als ein halber Kilo. Ja, also woher ich sie habe, es sind ehemalige Laborratten, die aber nicht für Versuche missbraucht wurden, sondern einfach nur, ja, da haben sie Junge gebraucht. Es gibt ja auch Versuche, da brauchen sie die 20. Generation von Farbratten, Farbmäusen, wo sich immer Geschwister verbannen. Gibt es Versuche, da brauchen sie die 20. Generation, und alle die dazwischen, ja, anfallen, die sind halt Überschuss und werden entweder umgebracht, oder wenn sie jemand nimmt, so wie der Verein My Second Life, dann ja, kommen sie frei. Wenn sie niemand nimmt, ja. Ja, die Besonderheit, den einzigen, den ich erkenne, ist der Willi. Und zwar sieht er schlecht, der bewegt seinen Kopf im Ruhezustand immer nach links und nach rechts. Das ist das Einzige, woran ich den Willi erkenne. Die anderen zwei kann ich nicht auseinanderhalten. Früher hat mich auch nur der Willi gezwickt. Mittlerweile haben sich die anderen das auch angewöhnt, aber ja. Es ist bisher noch kein Blut geflossen, und wenn sie mich halt nur Probe kosten, dann ja. Angegriffen werden wollen sie nicht. Der einer, ich glaube, das ist der Wookie, ich bin mir aber nicht sicher. Wenn ich ihn gerade erwische, dann lässt er sich am Rücken kraulen. Aber hochgenommen werden wollen keine. Auf mir herumklettern wollen auch keine. Beziehungsweise der Willi, aber der würde mir dann ins Ohr oder irgendwo hinzwicken. Der zwickt mir auch in den Arm, nicht nur in die Finger. Also den Willi lasse ich nicht auf mir herumklettern. Die anderen zwei sind nur Fingerbeißer. Ja, aber sie sind sehr verträglich mit anderen Ratten. Also zum Vergesellschaften waren die super. Die anderen zwei streiten sich. Kann man nichts machen. Dafür sind die anderen zwei wieder menschenverträglicher. Also, ja. Gibt kein besser oder schlechter. Jo, dann hoffe ich mal, dass euch mein Video gefallen hat. Und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal.